Ich habe jetzt auch den letzten Damage. Typisch. Dann, wenn ich den letzten vor mir sehe, sehe ich plötzlich noch Tausende. Aber Tausende. Weil die Programmierung vorsah, mir hier die Imagination zu geben, ist ganz viel. Selektive Wahrnehmung. Ja, Selektion hat uns schon mal in die Presse gebracht, Bruder. Da fang ich wieder an. Wir spielen doch die Wehrmacht, oder nicht? Koja, auf diese Ära wollte ich ja gar nicht anspielen. Welche denn? Natürlich Selektion, nicht wahr? Das war auch natürlich. Und eine deutsche Erfindung, ja. Also meinst du, dann kommt mir ein Tiger und auf den passe ich so auf. Aber ich habe über in jedem Hinterhalt habe ich meine Jungs. Nein, du musst auch meine Panzer ankommen. Ich baue mal so Rückzugsstätten ab. Du wirst von Infanterie verfolgt. Ja, da sind dann so meine Geschütze und dann kommt der Gegner rein. Den normalen Mörser können meinen Panzern eh nichts. Obwohl doch, man kann die mit normalen Infanteriemörsern die Ketten von einem Panzer kaputt machen. Beim Lucky. Also, lassen wir das lieber. Wie sind die Preise so? Keine Ahnung. Also, ich kann ja nicht so richtig Dimension geben. Du wolltest wahrscheinlich darauf anspielen, wie viel Infanterie man für einen Panzer hat. Zum Beispiel, ja, wie teuer dann Mörser ist im Vergleich und so. Weiß nicht. Vielleicht findest du eine Preisliste oder auch. Nee, nee. Ich glaube, so viel teurer sind die gar nicht. Bin nicht sogar im selben Bereich. Weil es ist dann halt nur der Mörser und zwei Infanteristen, die da drauf sind. Dann sind das da einfach nicht. Aber wie ist das mit dem Panzer zum Beispiel? Tja, komm, ich weiß nicht. Wir finden da irgendeinen Exploit, dass man kleinere Panzer mit mehreren nehmen kann, die aber das gleiche Geschütz haben und vielleicht leicht schwächere Panzer. Wann habe ich Bewegung wieder wettmacht, Leute. Ja, und dadurch, dass sie mehrere Schüsse brauchen, bis sie kaputt sind, sind sie jedem anderen überleben. Überlegen. Man wird mich 100 pro, mindestens einmal pro Schlacht fluchen hören, dass irgendein Scheißding Lucky Hit auf meinen Tiger gemacht hat und den Fahrer erwischt hat oder so, der Ketten kaputt sind, mitten im Feindesland. Da brauche ich Artillerie Sperrfeuer. Schlubi, wir rächen. Und hoffe, dass ich meine Kette reparieren kann, ohne vom eigenen Mörser getroffen zu werden. Die Orgeln spielen wieder. Keine Codewörter. Also sowieso ganz cool gemacht eigentlich. Die normalen Feldgeschütze sind so alleine richtig schwach, ja, aber ihre Reichweite so kurze, weil die Leute kaum über die Panzerung rüber weggucken können. Aber wenn du da ein Sichtfeld hast, schießen die über fast die ganze Map. Wenn so, boah, sowas liebe ich, ja. Einfach so geil. So ist realistisch. Ja. Mal sagen, es gibt halt auch kein Satellit zu dieser Zeit. Aber Ballons, gibt es Ballons? Nein. Oh. Wenn man die sofort runtergeholt hätte, bestimmt. Na, die können ja hochfliegen. Flugzeugkugel. Wenn die so hochfliegen, dass Flugzeuge dann nicht mehr hinkommen, bringen sie vielleicht für die Aufklärung nicht mehr so viel. Nicht mehr viel, aber doch immer noch ein bisschen. Ja, sie können so Streitkräfte von 100.000 Mann vielleicht ausmachen. Das stimmt. So. Ich glaube, die anderen Quests lohnen sich alle nicht. Bügel, was einsammeln ist blöd, Aalfilet ist blöd. Ne. Ich finde die Quest blöd. Welche Ini? Ich weiß nicht genau. Haben wir diese Ini-Quest noch? Ja, ne? Also Sklaven oder Kämpfe.
Jupp. Ihr müsst dann mal mit Hotkeys arbeiten bei deiner Infanterie. Dass du super schnell auf die Granaten kommst. Boah, da ich habe die Tasten. Für jeden Mann habe ich eine Taste. Oh, geil. Das Jimmy, Eddie, das Mahmoud, Mahoud, Ahmed. Wenn du die Maustaste drückst, kommt auch so eine rote Flash-Schrift auf dem Spiel. Jimmy. Jimmy, ich will dich. Rauchgranaten kann man Multiplayer auch benutzen. Was kann man da benutzen? Rauchgranaten? Rauchgranaten, ne? Nein. Ja. Rauchgranaten, normale Handgranaten. Weißt du, ich lege jetzt mal meine Armschienen Stufe 26 Stoff ab. Das ist ein Noob. Komm, ich komme. Ach scheiße, ich bin DBS. Geht es schneller, ne? Machen wir das dann so, dass wir wirklich von Anfang an das Let's Play machen? Jo, würde ich sagen. Jo. Dann sehen die Leute entweder, wie pro wir sind oder wie lange wir brauchen, um irgendein Spiel zu lernen. Aber ich glaube, wir können das eigentlich ziemlich gut hin. Weil ich uns zutrauen würde, es in der Realität auch gut hinzukriegen. Man darf halt echt nicht so ragen, ne? So zählen. Dann kommt man aus jeder Situation noch gut raus eigentlich. Wie gesagt, die Infanterie können auch verdammt mächtig sein. Es gibt nur zwei Maps, da gibt es einfach null Deckung, ja. Ja. Und damit Infanterie was auszurichten, muss schon Volksschummer. Und hoffen, dass der Gegner nicht ein einziges MG hat. Es gibt auch sowas wie Panzerschreck, oder? Ja. In Deutschland Panzerschreck, USA hat Bazooka und das Commonwealth hat diese Anti-Tank Rifles. Oh, das ist auch cool. Die Russen haben ja auch MGs, die das können. Und ich weiß nicht, was sie im Spiel haben. Die Deutschen haben übrigens als Spezialeinheit noch extra Veteranen-Sniper. Wow. Also unschlagbar. Unschlagbar? Unschlagbar. Wow. Weil er wohl eine höhere Range hat als die normalen. Oh mein Gott. Kannst du nur mit A-Tür ausschalten, oder wie? Oder ein Panzer. Aber die Gegner sehen doch immer gar nicht, wo er ist. Richtig. Boah. Was? Musst du halt schon so irgendwie spotten oder du kannst ja auch in Direct Control Mode gehen und einfach manuell alles niedermachen, wo du denkst, dass der Feind sein könnte. Das finde ich so geil, ja. So kann man so Psychology machen, also. Reverse Psychology. Darf halt nur nicht zusätzlich die Gegend ballern wegen Munition. Außer. Es gibt doch diese LKWs, oder? Die Munition haben. Ja, wie gesagt, die kosten auch was, ne? Jeder Panzer, der stirbt, der nicht ohne Munition ist, ist ein verschwendeter Panzer. Ja, deswegen sollte man vielleicht nicht am Start alles bis auf einen Schuss leer machen und dann rushen, den einen Schuss abgeben. Du bist tapfer und heroisch gestorben, mein Freund. Boah, also jetzt penetriere ich da einen Tank noch mal nach. Jungs, greift mich an, bitte. Hallo. Du kannst sogar deine Infanteristen auf meinem Panzer draufsetzen. Für schnellere Verlegung. Ja. Ist halt blöd, wenn er irgendwie einen Mörser oder so auf dem Panzer draufknallt. Bei mich wird's dann nicht jucken, aber dich vielleicht.
Roger, hol dir die Krabben. Und bring sie zu mir. Komm mal. Ach. Die Rotation bringt mir die ganze Rotation nicht mehr, ne? Ich hasse Noobs. Wenn sie glauben, die müssen unbedingt super viel Damage machen, indem sie als erstes anfangen mit der Scheiße, und sind dann trotzdem noch runter am Tank. Natürlich, warum kriegst du so viel Damage? Weiß ich nicht. Vielleicht weil ich gefiert bin die ganze Zeit und nicht blocken kann. Also. Verschanzt du dich im Gebäude beim gegenüberliegenden Gebäude als Infanteriösen und crush dann mit Panzer. Aus. Dann hat man ja noch MGs auf den Panzern. Ah, wird das witzig. Ich glaube, Early Game Taktik wird, dass du erstmal zwei Infanterie Squads hier holst und dich ja so ein Fahrzeug mit einem MG drauf, also. Dann bleib ich so auf Range, aber so das. Das deutsche Metall auf deine Feinde niederprasseln lassen da. Und schon haben wir zwei Checkpoints. Das nenne ich dann Blitzkrieg. Ja, ist jetzt awesome.